Nach Überdosis, Ex-Freund Wilma besucht Demi im Krankenhaus. Ob Demi Lovato, 25, aus diesem Besuch Kraft schöpfen kann? Am Dienstag schockte die Sängerin ihre Familie und ihre Fans. Sie wurde nach einer Überdosis in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Ex-Disney-Star soll mittlerweile das Schlimmste überstanden haben. Alleine ist in diesen schweren Stunden nicht ihre Mama, weicht nicht von ihrer Seite. Jetzt wurde ein weiterer Vertrauter vor der Klinik gesichtet, Ex-Freund Wilma Valderrama, 38. Einen Tag nach Zusammenbruch besuchte der Schauspieler seine ehemalige Partnerin, wie E. News berichtete. Sei gegen 3 Uhr am Nachmittag alleine vorgefahren und blieb ungefähr 2 Stunden. Ein Augenzeuge erzählte dem Online-Portal, dass man dem 38-Jährigen die Anspannung angesehen hätte. Er war traurig und ruhig und man merkte, dass seine Stimmung sehr ernst war, beschrieb der Informant den Ex-Grüß-Anatomie-Star. Obwohl die 25-Jährige und ihr Ex-Lover schon seit 2 Jahren getrennt sind, hatte der Drogenrückfall den Hottie ziemlich aus der Bahn geworfen. Ist komplett am Boden zerstört. Sie wieder in einer so traurigen und verwundbaren Lage zu sehen, bricht ihm das Herz, verriet ein Insider USW Glü. Trotz des Beziehungsendes scheint auch Mutter Diana de la Garza noch viel von ihm zu halten, sie entscheidet angeblich alleine darüber, wer Zutritt zu Zimmer bekommt.